Schokolade. Aber in welcher Form denn bloß? Als Riegel. Mit Karamell. Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir machen heute selbst köstliche Schokoriegel und zwar mit Schokolade, sagt der Name schon, und Karamell. Schokolade. Ich habe gehört, ich bin unglaublich gut im Schokoladehacken. Was für ein Glück, weil wir müssen heute ganz, ganz, ganz viel Schokolade hacken. Brrr. Geil, dann hole ich Brettchen und Messer. Ja, bin ich froh, dass ich einen automatischen Schokoladenhacker in der Küche habe. Entschuldigung. So, ich fange mal mit 100 Gramm an, ja? Du kannst alles hacken. Ich hole jetzt mal ein Wasserbad. Große Schüssel. Gib dir schon mal den ersten Teil dazu. Okay. Wir haben jetzt Vollmilchschokolade genommen, aber wenn ihr lieber Zartbitter mögt, ist das auch okay. Zum Beispiel. Es gibt schon eine präparierte Form, Achtung. Und zwar ist es eine Brownie-Form. Da haben wir in akkurater Feinstarbeit ein Backpapier genau in der Größe zugeschnitten und drunter ein bisschen Wasser gegeben, weil das bewirkt, dass das Backpapier besser hält. Richtig schön schlau. Wie schön die Schokolade hackst. Das ist nicht mit. Das haben wir in der ersten Folge Yamtamtam, habe ich euch das beigebracht, dass man nicht mit der Klinge vorher auf dem Brett rumtappt. Das wusste ich schon vorher, aber da war Schokolade dran und das habe ich mitgeholt. Du nicht so. Können wir jetzt wieder lieb zueinander sein? Na gut, ausnahmsweise. Ich habe gerade überlegt, ob wir schon mal geweint haben bei Yamtamtam. Dann ist mir eingefallen, ja, nach dem Fallschirmsprung habe ich ein bisschen geweint. Ja, ich nicht. Habt ihr das Video schon mal gesehen? Das war sehr emotional. Rilika, wer? Guck mal, das sind Freudentränen. Ich dachte immer, Kochen wäre das Schönste auf der Welt. Ist es auch. Fallschirmspringen aber auch. Mm-hmm. Ein Teigschaber. Guck dir das an. Nun müssen wir die von Felix so liebevoll gehackte und von mir so wunderbar geschmolzene. Darf man sowas über sich selbst sagen? Ja. Eigenlob schmeckt nach Schokolade. Auf jeden Fall gießen wir das jetzt hier rein. Flupp. Das wird quasi der Boden des Riegels. Toll machst du das. Oder? Fantastisch. Sag mal. Ganz toll. Ich könnte eigentlich den Pott auch schon wieder draufstellen, oder? Ja, wir müssen es jetzt erstmal in die Gefriertruhe gefrieren. Ah, ich wollte aber schon schmelzen. Do your job. So. Wieder ruf. Und jetzt nochmal bitte. Jawohl. 200 Gramm. So, ich mache hier schon mal die Kondensmilch rein. Okay. Reicht? Ja. Habe ich früher mal auf Brot gegessen, so Kondensmilchbrötchen. Wirklich? Ja. Geil. Das hier ist Marshmallow-Creme und das Witzige ist, die ist so fluffig, das ganze Glas ist total leicht. Wirklich, heb mal hoch. Mach rein. Ihr könnt schon mal hier rühren. Ich rühre schon mal das Schokolädchen, rühre, rühre Schokolädchen. Felix? Bitte? Ich habe eine Idee für dich. Bitte? Hm? Möchtest du ein bisschen Zimt da rein haben? Oh, ja. Zimt ist eine geile Idee. Frrrr. Oh ja, mehr Zimt, geil. Prima, das reicht schon, nicht, dass es zu heiß wird. Warum darf Schokolade nicht zu heiß werden, Feli? Die mag das gar nicht so gern, ne? Die mag das nicht so gern? Ich warum? Mag das voll gern. Ich dusche auch so heiß. Und du? Nee. Nee? Nee. Männer duschen nicht so heiß, oder? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr gern heiß oder kalt duscht, weil ich habe wirklich das Gefühl, Männer duschen lieber kalt. Naja, das ist auch klar, weil Männer, denen ist ja auch tendenziell wärmer als Frauen, rein hormonell bedingt. So, wir reden jetzt wieder über Schokolade. Mm. Oder wollt ihr mal ein Beauty-Video? Klar, schreibt das mal in die Kommentare. Nein, nein, nein. Pass auf, Felix, du kippst und ich verrühre. So, rein, 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 rein mit der Schokolade. Und jetzt, Felix? Ja? Müsstest du schnell... Jetzt müsstest du schnell eine riesige Karambolage machen. Ja. Oder unseren Boden aus dem Gefrierfach holen. Ja, hole ich. So. Ich streich das jetzt schnell hier drauf. Streich mal schnell da drauf. Bevor das alles noch klebriger wird. Guck dir das an. Mmh. Streich
Die Massen streich sie glatt. Fertig! In den Tiefkühler. Und wir machen Karamell. It's Caramel Time. Caramel Time. So, dafür brauchen wir Zucker. Den machen wir jetzt ein bisschen nass. Genauso viel Wasser, dass der Zucker schön nass ist. Und jetzt müssen wir warten, bis es goldbraun karamellisiert. So, und das blubbert jetzt hier schön für sich hin. Der Zucker hat sich gelöst. Kommt jetzt nicht unbedingt auf die Idee, euren Finger da reinzuhalten, um zu probieren. Ist wirklich schmerzhaft. Es ist wirklich, wirklich heiß. Ich will ja nicht sagen, ich habe damit Erfahrung, aber ich habe damit Erfahrung. Macht's nicht. Wenn ihr was naschen wollt, nehmt die Schokolade. Also langsam verändert sich auch die Farbe. Ihr seht schon so diesen leichten Karamell-Touch. Habt ein Auge drauf. Es verändert sich nämlich Chanel. Ja, Felix, ich glaube, es ist gleich soweit, ne? Okay. Mach ich das mal mit der Butter bereit. Butter und Sahne mache ich schon mal bereit. Ich öffne die Sahne. Oh, geöffnet. Sehr gut. Ich öffne die Butter. Tachchen. Tachchen. Boah. Wow. Jo, ist fest. Ich hole schon mal einen Schneebesen auf. Okay, viel Zeit hast du nicht mehr? Nee, aber genug Zeit, um Schneebesen zu holen. Okay, ich die Sahne, du die Butter? Jo. Oh, Und jetzt ganz wichtig für jedes Karamell? Keine Holzlöffel benutzen. Salz. Ja, das kickt den Geschmack. Salziges Karamell finde ich auch mega lecker. Mit so dicken Meersalz. Geil. Verschüttelt mal ein bisschen. So. Wieder ins Gefrierfach, wieder Schokolade schmelzen. Schokolade ist schon wieder geschmolzen. Ich hole unsere Form raus. Sehr gut. Oh, guck dir mal diesen Spiegel an. Ein Karamellspiegel. Wunderschön. Das muss man jetzt vorsichtig machen. Du machst das. Wenn die Karamellschicht nicht wieder kaputt macht. Du machst das. Oh ja. Geil. Oh ja. Ich würde sagen, das kommt jetzt in den Kühlschrank, damit wir es auch schneiden können. Mhm. Und dann tauchen wir es. Kühlen, kühlen. So, unsere Schokolade schmilzt. Wir haben schon mal Brettchen zum Schneiden unserer Riegel samt Messer und hier ein Gitter. Weil wir tunken die danach hier rein, damit sie auch rundum von Schokolade bedeckt sind. Und haben hier unten drunter Backpapier, damit wir uns nicht alles vollklecksen und im Zweifelsfall nochmal schmelzen können. Ich hole die Riegel. Okay. Ah nee, den Riesenriegel. Jetzt müssen wir das Ganze vom Rand lösen. Wow, nicht auf den Boden fallen lassen. Tada! Jetzt noch Backpapierchen runter. Mmh, oh, Wenn ihr keine Lust habt, das Ganze noch mit Schokolade zu überziehen, könnt ihr es auch jetzt so lassen und einfach in Stücke schneiden. Ja. Aber wir wollen es perfekt machen. Oh ja. Ja, geil. Ja. Das ist gar nicht, muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit man es nicht eindrückt. Mhm. Wir machen erstmal nur die Hälfte. Stell den Rest nochmal kalt, damit er uns nicht warm wird. Und jetzt wird's erst richtig schokoladig. Badespaß, Badespaß. Flomp. Ich rüttel mal so ein bisschen die Schokolade runter. Ah, mehr rütteln. Ja, Moment, ich mach jetzt nichts rein. Wir rütteln, damit die überflüssige Schokolade abgeht. Die überflüssige, die zu viele, die ihr versteht, was ich meine. Sonst bleibt es auch zu krass am Gitter hängen und dann kriegt ihr es nachher nicht ab. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis alles hart geworden ist. Jawohl. Wir sind jetzt noch nicht ganz hart. Ich möchte nicht mehr warten. Ich auch nicht. Teilen wir erstmal ein? Ja. Sharing is caring. Guck mal, ich habe alles vollgekleckert. Kannst du ja gleich dann noch dein Oberteil essen. Oh, wie gut es aussieht. Ich nehme die andere Hälfte. Cheers. Cheers. Hast du alles genug gesehen? Ja. Gönnung ist Gönnung. Boah, das ist der beste selbstgemachte Riegel, den ich je gegessen habe. Diese fluffige Schicht in der Mitte. Wir hoffen sehr, dass euch unser schokoladiges Video gefallen hat. Wenn ja, lasst es uns wissen mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Schokoladige Grüße. Tschüss. Oh ja. Oh.